Zufällig irgendwelche Leitern, Sam? Ich dreh mich mal um. Das waren ein paar echt abgefahrene Tage, was? Ja, naja. Ich hätte nicht erwartet, dass Sam Drake wieder in mein Leben tritt. Weißt du, ich war mir auch nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Musste dich etwas auf die Probe stellen. Zum Beispiel mich 2 Stunden in der Kriegszone warten zu lassen? Das war schon eine Geduldsprobe. Also, in dem Fall habe ich mich echt nur verspätet. Auf dem Markt war so ein kleines Mädchen, das mir ein Tuch verkauft hat. Hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Pff, wer es glaubt, wird selig. Hey, geht ihr zurück zu den Schienen. Ich habe hier was, das könnte klappen. Yep, wir kommen. Okay, Sam, was hast du entdeckt? Ich habe eine Kiste entdeckt. Das war ja klar. Hier, ich schieb sie runter. Warte, hier allein ist nicht hoch genug. Oh, stimmt, hast recht. Wir schieben den Wagen rüber. Na bitte, hast eine ganz schön Kerze rüber. Eine was? Na, rüber halt, dein Kopf, deine grauen Zellen. Danach klang's aber gar nicht. Das war ein Kompliment, verdammt. Los, die Weiche stellen. Ihr zwei macht das echt super da unten. Okay, bereit. Alles klar. Bombe los. Perfekt! Dann los! Okay, komm drauf! Jetzt sieh, Miss Ross. Nenn mich nicht so. Tja, als Profi ist man eben höflich. Nein, in dem Fall nenn mich Ma'am. Ja, nein, das kann ich nicht. Oh, hey, muss ich übersehen haben. Sind fast da. Sam, du kannst mein Seil nehmen. Geh vor, er kann meins nehmen. Ich bin endlich im Seilclub, ich fühle mich geehrt.
Ja. Alles okay. Na los! Hier, ich hab dein Seil. Danke. Na, großartig. Das wird ja immer besser. Mit Asafs Männern und Shoreline müssen das mindestens ein paar Dutzend Leute sein. Moment. Was ist in der Kiste? Waffen. Munition vielleicht? Vielleicht. Ich dachte, Shoreline handelt nicht mit Waffen. Wir... Sie... tun das auch nicht. Vergesst die Kiste. Wo ist der Stoßzahn? Also da ist Asaf mit... Orca. Wer? Mein ehemaliger Leutnant. Ich erinnere mich an den. Ja, da ist er mit seiner schicken Fokuhila. Stimmt? Ja. Sie hat's kapiert. Okay, die Sache ist gelaufen. Dein Freund Orca hat den Stoßzahn. Aber nicht mehr lange. Hey, wo, stopp! Wir brauchen Plan, Leute. Wie gesagt, da drin sind ein paar Dutzend Männer. Bleib locker. Dann lebst du länger. Ich bin so stolz. Was passiert hier? Waffen in Sichern, Leute. Nichts Neues von den Wachposten, also säubern wir das Gebiet. Passt besonders auf Miss Ross auf. Roger. Scheiße, Kugeln helfen mir absolut nicht. Na toll.
Der Heli hat abgehoben. Ja, da fliegt unser Zahn. Nein, wir räumen hier erst noch auf. Auf, du meinst uns? Holen wir den Vogel runter. Wir sind doch nicht aus dem Schneider!